Jüdisches Leben in Deutschland ist in Gefahr. Alle sind wachsam. Die Angst ist spürbar, mehr denn je. Polizei und Sicherheitsdienste sind rund um die Synagoge der jüdischen Gemeinde Düsseldorf verteilt. Nichts ist mehr so, wie es war. Wir müssen uns vereinen und für eine Welt eintreten, in der Vielfalt geschätzt wird und Hass keinen Platz hat. Das ist ein Zitat der im Jahre 2021 verstorbenen Shoah-Überlebenden Esther Bejarano. Am 7. Oktober wurden durch die bestialischen Angriffe der Hamas in Israel diese Werte mit Füßen getreten. Spätestens seit diesem denkwürdigen Tag ist auch jüdisches Leben in Deutschland wieder existenziell bedroht. Und das dürfen wir als deutsche Zivilgesellschaft nicht zulassen. Im Eingang zur Synagoge hängen Fotos von Menschen aus Israel, die am 7. Oktober verschleppt wurden. Die Botschaft ist klar: Bringt sie zurück nach Hause. Am Abend des 27. Oktober wurde der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hier in Düsseldorf die Josef-Neuberger-Medaille verliehen und ihr jahrelanger Einsatz gegen Antisemitismus gewürdigt. Es kommt in diesen Tagen, liebe Freundinnen und Freunde, zum Schwure, ob unser Bekenntnis nie wieder zur Farce verkommt oder ob wir nicht nur hinter unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern stehen, sondern uns auch sichtbar vor sie stellen. Denn jüdisches Leben in Deutschland scheint nicht mehr sicher zu sein. Mal wieder. Hier in dem Land der Shoah, des Holocaust. Unser Wille zum Erhalt der Demokratie muss stärker sein als der der Feinde. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. Ja, wir müssen auch andere Meinungen ertragen können. Antisemitismus ist jedoch keine Meinung, sondern ein Angriff auf die Menschlichkeit. Auch die FDP-Politikerin findet klare, mahnende Worte zur Situation in Deutschland. Naja, wir haben wie jedes Land eine intellektuelle Elite, die sich auf vielen Ebenen bewegt. Vielleicht habe ich was nicht mitbekommen. Ich wünschte mir, dass sie deutlicher sind. Ich höre keine Verallgemeinerung von dem einen oder anderen, aber ja, aber. Also dieses Morden einzuordnen, da gibt es nichts einzuordnen. Und ich wünschte mir eben, dass eben diese Elite, die ja auch ihren Anspruch hat, Vorbild zu sein, dass sie einfach lauter werden und sich hinter Israel stellen und vor die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und die politische Einordnung, warum was ist, ist momentan kein Thema. Doch es ist nicht nur das Engagement der Kulturszene gefragt, wenn es um den Schutz jüdischer Mitbürger geht. Es geht auch darum, geltendes Recht anzuwenden. Ich bin ein armer kleiner Komiker und ich schreibe manchmal Bücher. Ich habe da kein Patentrezept. Aber ich denke, wenn man die Gesetze, die bestehen, anwendet, müsste es hinhauen. Wir haben ja eigentlich ganz ordentliche Gesetze in dem Land, angefangen beim Grundgesetz. Doch trotz der Tragik und der Angst auf den Straßen bleibt auch hier in der Synagoge in Düsseldorf Raum für Humor. Eine Politikerin, die eine Situation durch Humor auch mal auflockern kann, ist genau, was dieses Land braucht. Zumindest würde ich das so sehen, Schätzelein. Ein Scherz in schwierigen Zeiten. Manchmal braucht es auch das. Jetzt bin ich doch froh, dass ich es gebracht habe. Und so endet der Abend, auf dem die Schwere der Aktualität lag, mit einem wohltuenden Lacher.